Hallo und willkommen zurück. Wir müssen hier noch raus, was aber keine Schwierigkeit mehr sein sollte, denn wir haben den Ausgang direkt vor der Nase. Gucken wir mal, wie es weitergeht mit dem Vault-Tec Workshop. Ich bin ja relativ positiv, überrascht definitiv vom DLC soweit. Und dass der Roboter wieder rumläuft, finde ich auch gut. Aber das war ja schon letztes Mal der Fall. Eigentlich habe ich Bock, noch ein bisschen rumzubauen, tatsächlich. Noch ein paar mehr Räumlichkeiten zu unserem Vault hinzuzufügen. Hier spawnt man. Ich neige dazu zu sagen, dass die da alle sehr verdächtig rumstehen. Aber erstmal packe ich den Scheiß, den wir gefunden haben, weg. Wir müssen unter 300, damit wir nicht mehr so überlastet sind. So. Passt schon. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Ich muss sagen, mir fehlen hier noch so ein paar... War schon viel besser. Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Ob an der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Vault-Tec-Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, Clem. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja. Das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Das wird bestimmt lustig. Ah, das ist der richtige Vault-Tec-Geist. Also, bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow, danke. Der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial. Ja, ich hab Bock. Wie heißt das? Nicht ein Restaurant, eine Kantine zu bauen oder so. Die könnte man perfekt hier unten drunter setzen, denke ich. Und das machen wir jetzt. Na, ich hätte gern einen Spot, der nicht so komisch ist dafür. Ach, komm. Ja, weil da oben kein Geländer ist. Fertig. Wir brauchen Räume. Gewöhnlich Kantine. So, und wie kriege ich das jetzt hier so angebracht?
Mittelstück. Ja, es wäre schon ganz nett, wenn das mal so sich dran klippen würde. Eckeneingang. Kantine, warum klippst du nicht? Probiere ich nochmal eins. Kantine hat keinen Bock. Räume Aufseher. Ach, wir hätten hier sogar so richtige Sachen für das Aufseherbüro gehabt, hätte ich das so bauen wollen. Tja, Pech. Jetzt lebt der Aufseher in einer schöneren Version. Vom Atrium. Ah, ja, okay. Vermutlich brauche ich so ein Ding. Das scheint Sinn zu machen. Ihr habt da noch eine Kiste. Jetzt noch eine Kiste. Jetzt können wir hoffentlich endlich dazu übergehen, was ich machen wollte. Innenbereich. Ich hätte gerne einen Übergang vom breiten Korridor zum schmalen Korridor. Gibt es sowas? Scheint nicht. Sehr ärgerlich. Gut, dann muss der wieder. Der eigentlich wieder weg. Vier Wege mit Eingängen. So, jetzt macht das doch da dran, hat sie eben doch auch schon. Perfekt. So, dann brauche ich jetzt. Gibt es hiervon auch eine Wand, die ich irgendwie. Naja, halt so da dran machen kann. Dafür, dass das so gedacht ist. Tut sich das echt manchmal schwer. Das Schild da drunter. Das muss man irgendwann alles mal aufräumen, diese ganzen Kisten, die ich da jetzt einfach so mitten reinschmeiße. Nur habe ich da gerade keine Geduld zu. So, jetzt brauche ich ein Eckstück. Okay, das macht wenig Sinn, das so zu machen.
will doch nur ein ganz normales Eckstück mit einer Wand, die so ist. Ganz genau. Endlich. Es war ein bisschen blöd, dass da irgendwie jetzt so die Musterung am Boden fehlt, aber... scheint wohl so zu sein. So, dann hier jetzt noch wieder eine Ecke. Natürlich da nicht hinpasst. Das ist schade. Dann muss er schon hier hin. Warte, habe ich jetzt... Ach ja, ich habe mir aus dem falschen Bereich jetzt die Ecke geholt. Oh mein Gott. Warum denn? Egal, diese Ecke bleibt so. Naja, eigentlich kann ich sie nicht so lassen. Eigentlich ist scheiße. Deswegen ist der Boden anders. Ich habe das verpennt, dass ich in einen anderen Bereich reingerutscht bin. Shit happens. Ich will sie einlagern. Ich idealerweise jetzt nicht aussperren. So, und da können wir noch irgendwas anderes hinmachen dann. Jetzt brauche ich wieder eine Tür. Zwar einmal hier. Einmal hier. Irgendwie müssen wir da dann auch irgendwann mal noch Licht reinmachen. Aber fürs Erste bauen wir den Getränkeautomat-Prototyp. Der leider noch Strom braucht. Irgendwann werde ich mich auch noch um eine zentrale Stromversorgung hierfür kümmern. Aber fürs Erste ist das mir noch zu viel Arbeit. Muss ich da auch noch einen Terminal dran machen? Das ist doch scheiße. Nee, wo waren die? Da. So, und ich neige dazu zu sagen, dass was es mit dem Experiment genau auf sich hat, dass wir uns da später drum kümmern und erstmal nochmal hier ein Licht hinmachen. Was nicht funktioniert. Weil ich noch so ein Ding brauche, aber kein Keramik mehr habe. Schade. Gibt's hier irgendwas, was man für Keramik zerlegen kann? Scheint nicht. Tja, dann geht's hier nächstes Mal weiter auf der Suche nach Keramik. Bis dann.